Hallihallo, wir fahren heute in der Baureihe 101, Lokomotive 110-5. Stehen hier gerade unverkennlich in Wuppertal und steigen mal ein. Fahrtrichtungswende einmal rein und die Türen rechts auf. Dann stehen wir einmal auf. SIFA, PZB und LZB bitte an. So. Das Szenario ist aus dem Creators Club vom lieben Frederico, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich versuche dran zu denken, das Szenario auch zu verlinken in der Videobeschreibung. So, dann Signalbeleuchtung, jawohl. Das passt soweit. Dann sind wir eigentlich schon fertig aufgerüstet. Und dann können wir eigentlich die Türen zumachen. Alle Türen sind zu. Dann würde ich sagen, Bremsen lösen. Und auf geht's. AFB machen wir uns gleich an. Ausfahrt mit 60, also befreien wir uns. Leistungsschalter vielleicht erst auf 0. AFB, hallo. Immer noch nicht. Was ist denn mit dir, lieber AFB? So. Jetzt. Wie viel dürfen? Wir dürfen schon 100 fahren. Haben heute keine Zwischenhalter. Heißt also, es geht einmal straight durch. Und ab hier dann 130. Die können wir auch direkt schon mal auf der AFB einstellen. So, Signal ist grün. Genau, 130, das passt, haben wir jetzt erreicht. Ist automatisch wird die Leistung wieder runtergenommen. Und wir halten die Geschwindigkeit, ich würde sagen. Nehmen wir die Leistung komplett raus. Wir können ein bisschen einfach nur rollen lassen.
Jetzt gleich müsste irgendwo, glaube ich, eine Kurve oder eine Weiche kommen, die hier besonders einen aus der Bahn wirft auf der Strecke. Wo man immer. Also in der Realität müsste man, glaube ich, schon Angst haben zu entgleisen. Kann sein, dass wir halt zu erwarten haben. Ja. Wird natürlich bestätigt. Und da vorne ist tatsächlich ein rotes Signal. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir können durch. Ist 500 Hertz Magnet. Würde ich sagen, halten wir bündig am Signal. Ja, ich glaube, hier können wir halten. Hier mal ein bisschen um. Also hier haben wir eine Schwebebahnhaltestelle. Leider nicht großartig weiter ausmodelliert, wobei von außen sieht das Modell schon ganz hübsch aus. Ja, nicht schlecht. Beziehungsweise hier ist dann, glaube ich, die richtige Haltestelle, ne? Und einmal rein in die Wand. Und weg ist er. Hier noch ein Bus. Auf den mussten wir wohl warten. Ich glaube, wir können die Bremsen lösen. So, Bremsen lösen. Und auf geht's. VMAX 25, weil der 500 Hz Leuchtmelder noch an ist. Müsste aber eigentlich jetzt gleich hier ausgehen. Jawohl, dann befreien wir uns auch direkt und können wieder hoch auf die 130. Und mit 50 kN pro Fahrmotor einmal hoch. Da kommt schon der nächste. Oh, ordentlich KI-Verkehr verbaut. Gar nicht mal so schlecht.
ab hier dann 160. Also einmal hoch mit dem Hebel. Und Leistung noch ein bisschen rauf. Oh. Kam ins Schleudern. Ja, das war eine heftige Steigung. Geht es wieder runter? Na, gar nicht, rauf. Es täuscht manchmal so ein bisschen. Es sieht so aus, als wenn es runtergehen würde, dabei geht es tatsächlich rauf. Und jetzt sogar mit 1,4% oder Promille Prozent steht da. Einmal vorbei an. Schwelm West. Wer kennt das nicht? Huch. Was war denn? Was habe ich nicht bestätigt? Was habe ich übersehen? Also ich weiß nicht, was ich jetzt hier hätte übersehen haben sollen. Habe ich jetzt nicht verstanden. Aber da war ja nichts, da war jetzt keine Geschwindigkeitseinschränkung, da war kein Signal. Ich würde behaupten, da habe ich jetzt eigentlich nichts Falsches gemacht. Sage ich jetzt einfach mal so. Natürlich würde ich das behaupten, das ist auch klar. Da, jetzt ist der Sound wieder da. Ich habe mich schon gewundert. So, 120. Sie
Die Sifa war es ja auch nicht, definitiv nicht. Aber gut, okay, dann bleiben wir halt im Führerstand. Und einmal reinbremsen. Macht die AFB für uns. Ach Gott, der Gleisbau hier. Yeah. Also wirklich von allen Strecken, von allen deutschen Strecken zumindest, der Gleisbau bei Rhein-Ruhr Osten wirklich, wirklich schlecht. So, Leistung zurück. AFB auf die 150 und dann würde ich sagen, langsam wieder Leistung hoch. Wir haben keine Wagenlichter angemacht. So, na? So. Unsere Fahrgäste saßen noch im Dunkeln. Finde ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht beim Zugfahren. Wenn man im Fernverkehr unterwegs ist und es schafft, sich ein Abteil zu ergattern, dann kann man, das war die Nuller-Ankündigung, das ist irgend so ein komischer Bug, dann kann man tatsächlich, zumindest im Intercity, aber auch noch im ICE 1 und 2 habe ich das auch noch im Kopf, beim ICE 3 weiß ich es ehrlich gesagt schon nicht mehr. Aber da kann man dann die Lichter ausmachen vom Abteil. Und das ist gerade, wenn man früh morgens oder spät abends fährt, unglaublich angenehm in so einer Atmosphäre dann Zug zu fahren. Das mache ich immer sehr, sehr gerne selbst. So, ach, wir dürfen sogar 160 fahren, schau an. Okay, das war die Ankündigung auf 150. Nehmen wir mal die AFB als unsere Bremse. Jetzt geht's ordentlich bergab.
Wird auch die Zugbremse verwendet? Nein. So, 150. Und einmal in die Linkskurve und in die Rechtskurve. Also wenn da nicht unsere Fahrgäste durchgerüttelt werden und wieder wach sind, dann würde ich auch sagen, je ne sais pas. Okay, das sieht aus wie eine Ankündigung auf 100. Dann einmal ordentlich reinbremsen, auch direkt die Zugbremse mit verwenden, dann geht sie ordentlich bergab. Und wir haben halt zu erwarten, das wird natürlich bestätigt. So, das rote Signal in 1,1 Kilometern, also noch vor Hagen Hauptbahnhof. So, da hinten ist schon das rote Signal. Ich glaube, ich sehe es. Hier nochmal der Vorsignalwiederholer. Und 500 Hertz Magnet ist an. Ah, schade, dass das Signal erst jetzt umgesprungen ist. Wir sind halt immer noch in der Beeinflussung vom 500-Hertz-Magneten. Und wenn ihr es gesehen habt, was ich auch gesehen habe, ja, nicht so schön. So, wir können auf jeden Fall hoch auf die 40. Einmal hier links rein. Sehr gut. Ich nehme schon mal die E-Bremse, denn das rote Signal ist hier mitten am Bahnsteig. Eigentlich recht sinnfrei, dass wir hier vorne halten müssen. Und Zugbremse rein. Turn off. Passen wir eigentlich komplett hier am Bahnsteig? Ah, okay, das geht. Tatsächlich. Tatsächlich. Da noch eine S-Bahn.
Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.